Fett ist schon lange mein Lieblingsthema. Dieser arme Nährstoff, der so vielseitig ist und so wertvoll ist, wird ja immer zu verteufelt, vor allen Dingen von den Ernährungswissenschaftlern. Ich habe fürs letzte Buch, fürs Mehrfettbuch, ein sehr schönes Zitat gefunden von Mary Enig. Das finde ich sehr zutreffend. Das hat sie schon vor, was haben wir jetzt, 2012, vor 11 Jahren gesagt. Und ich denke, es ist heute wahrer denn je. Wir beginnen eigentlich erst die Aufgabe der Fette, der verschiedenen Fettsäuren, auch der Fettpartikel im Körper zu verstehen. Und ich glaube, dass wir da noch ganz viel spannende Neuigkeiten in Zukunft finden werden. Die Fette, die werden ja generell immer nur so als Ernährung, als Kalorienträger dargestellt und das Körperfett immer so als lästig. Aber natürlich ist es nicht so einfach. Fette können eine ganze Menge. Sie wissen, dass Fette Brennstoff sind, also dass unser Körper Energie daraus gewinnt, dass wir Reserven anlegen. Da wird halt immer gesagt, das brauchen wir heute nicht mehr, aber natürlich brauchen wir das heute auch. Es kommen zwar Gott sei Dank keine großen Hungersnöte, aber schon über Nacht muss man ja Reserven haben. Da isst man ja nicht und dann muss der Körper ja auch Energie gewinnen. Fett ist Baustoff. Jede Zelle besteht aus Fett. Jede Zellmembran besteht aus Fett. Fett formt unsere Figur. Ja, stellen Sie sich eine fettarme Frau vor. Ja, ich zum Beispiel die Bäckchen hier oben, ja. Und andere Körperteile werden ohne Fettpolster ziemlich langweilig. Knochen hat mit Fett zu tun, Geschmack hat mit Fett zu tun. Leute, was schmeckt das so gut? Und es muss nicht so viel sein. Die Leute denken ja immer, wenn man positiv über Fett spricht, dann sollte alles in Fett ersäuft werden. Das sollte es natürlich nicht. Aber der Stich Butter oder das gute Öl übers Gemüse oder eben der nicht fettarme Joghurt, das ist dann eine ganz andere Sache für den Gaumen. Übrigens weiß man immer noch nicht, ob das Fett selber tatsächlich schmeckt. Also ob wir Geschmacksrezeptoren haben. Das heißt, die Rezeptoren sind jetzt gefunden, aber man sucht noch nach der Leitung ins Hirn. Das ist ganz interessant, weil ja Fett so für Geschmack steht und wir schmecken süß und salzig und sauer und bitter, aber wie Fettgeschmack funktioniert, hat die Wissenschaft zum Beispiel noch gar nicht genau herausgefunden. Das kommt jetzt erst. Also sehr spannend. Vieles kennen Sie natürlich, die fettlöslichen Vitamine, das haben Sie alle schon gehört. Fruchtbarkeit hat mit Fett zu tun. Wenn der Körper einer Frau nicht einen bestimmten Prozentsatz an Fett hat, wird sie nicht fruchtbar. Ja, ganz interessant. Also wir wollen nicht zu viel Fett, aber wir sollten auch nicht zu wenig haben. Polster, Kälteschutz. Ich will das gar nicht alles im Detail aufzählen. Ich wollte nur mal, dass man auch so einen Eindruck gibt, dass es ganz, ganz viele Aufgaben sowohl für das Nahrungsfett als auch für das Körperfett gibt. Und da spielt uns unsere Sprache so ein bisschen einen Streich. Weil viel Körperfett, das wollen wir nicht haben, und Fett auf dem Teller, denkt man ja immer, geht dann auch 1:1 auf die Pölzerchen. Das steht sogar in vielen Büchern und Artikeln drin. Das gucken wir uns aber gleich an, ob das so stimmt. Stimmt natürlich nicht. Ich will auch das nochmal ganz deutlich machen. Wenn ich jetzt positive Dinge über Fett sage, es geht nie um Völlerei, es geht nicht um Verschwendung, es geht nicht um Übermaß, es geht nicht darum, dass einem das Fett vom Kinn tropft, sondern wir wollen gute Qualität, wir wollen gute Fette, wir wollen eine gute insgesamte Ernährung. Natürlich muss das Fett auch einpassen in die Gesamternährung mit frischen, guten Lebensmitteln. Das will ich nur von vornherein auch nochmal sagen, damit das ganz klar ist. Also es geht mir nicht um die Völlerei, sondern um die Fettqualität und um die Fettmenge. Ja, wenn es ums Fett geht, dann ist ja immer das allererste Thema. Hier stimmt das nicht. Ja. Wobei der hat ja hier jetzt keinen fetten Milchshake, ne? Sondern das sieht eher nach Zucker, süßem Getränk aus. Also irgendwas stimmt nicht, die Evolution hat uns einen wunderbaren Körper gegeben, aber irgendwie in letzter Zeit passt das alles nicht mehr so zusammen. Und Übergewicht ist sicherlich ein großes Thema für sehr viele Menschen. Und ich sagte schon, die Sprache unterscheidet ja nicht zwischen Körperfett und Nahrungsfett. Und das Fett hat nun mal von allen Nährstoffen die meisten Kalorien. Und deswegen ist es ja so naheliegend, dass die Leute denken, Fett macht Fett. Gerade gestern sagte jemand zu mir, ich wäre ja auch schon mal dicker gewesen und ich hätte ja Sahne jetzt gerade gegessen. Ich war gestern auf dem Geburtstag. Also es ist in den Köpfen der Leute drin, wenn man Sahne isst, wenn man Öl isst, dann muss man dick werden. Tut man aber gar nicht. Also der Rückschluss, viele Kalorien im Fett macht dick, ist natürlich Quatsch.
Aber das hat sich durchgesetzt. Ich habe in den 80er Jahren studiert in Gießen. Damals waren die Fette ganz böse. Also da kam das auch aus den USA extrem rüber. Und da sind natürlich viele Lebensmittel, Fette, Öle, das Ei, als die tierischen Lebensmittel, aber auch die Nüsse, die standen und die stehen heute manchmal noch auf den Verbotslisten. Auch gerade für Herzinfarktpatienten oder Fettstoffwechselstörungen kommt immer auf der Verbotenliste kommen. Die Nüsse zum Beispiel. Wir wissen heute aus verschiedenen Studien, Menschen, die regelmäßig Nüsse essen, haben eher weniger Herzinfarkt, haben eher die längere Lebenserwartung. Also es hat viele sehr nährstoffreiche, hochwertige Lebensmittel getroffen, die sozusagen der Fetthysterie zum Opfer gefallen sind. Und das ist schade, und wir kommen auf das ein oder andere Thema noch zurück. Ich will nur auch nochmal sagen, dass auch diese ganzen Fettarmgeschichten nicht zu Ende gedacht sind. Das ist die Ernährungspyramide in unserer deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich glaube, die Schweiz hat inzwischen schon etwas modifiziert, aber es gibt ja noch die gemeinsamen Empfehlungen. Das ist sozusagen die übliche Pyramide, viel Getreide, wenig Fett hier oben. Und dann gibt es auch Mengen für den Durchschnittsmenschen. Und eine Kollegin hat mal ausgerechnet, das macht 7 Scheiben Käse, 2,5 Scheiben Aufschnitt für 56 Scheiben Brot in der Woche. Sehr lecker. Sehr kulinarisch. Also Sie sehen, auch wenn Sie sich an die Empfehlungen der Fachgesellschaften halten, wird es schwierig mit der Kulinaristik. Auch da sollte man dann vielleicht ein Fragezeichen machen. Ja, was macht die Leute dick? Was leicht vergessen wird, Diäten machen dick. Ja, vorher, nachher, also das ist vorher, da wird man schlanker Mensch, wenn Sie die Leute fragen, wie viel sie nach der 12. Diät wiegen, ist es meistens mehr, als es vorher war. Ja? Wissenschaft sagt immer, ist so ganz klar nicht, aber sprechen Sie mal mit Leuten und es ist sicherlich ein wichtiger Risikofaktor. Das heißt, wenn wir es schaffen, eine Ernährungsweise zu finden, mit der wir uns wohlfühlen, jeder für sich, die Menschen sind unterschiedlich, mit der wir unser Gewicht halten können, dann ist viel mehr gewonnen, als jetzt irgendeine tolle Superdiät, die uns dann wieder schlank macht, was sie dann doch meistens nicht schafft. Ja, die Welt wird immer runder, macht es das Fett? Wir kennen Studien, die zeigen, je mehr man fernsieht, desto dicker werden die Leute, besonders die Kinder. Was machen wir in unserer Freizeit, Stadtplanung? Gibt es genügend Radwege, Möglichkeiten? Was kostet unser Essen? Und so weiter und so weiter. Also es gibt, wenn man in die Literatur schaut, ganz viele Faktoren, die korreliert sind mit dem Übergewicht und das Fett übrigens nicht. Es gibt viele Beobachtungsstudien, und die Ergebnisse sind gemischt. Mal waren die Leute, die mehr Fett essen, ein bisschen dicker, mal waren sie ein bisschen dünner, meistens fand sich gar keinen Unterschied. Nur davon lesen sie nichts. Und es ist eine große europäische Studie gemacht worden, die größte bisher, die ist vor 2 Jahren erschienen, wo man über 50.000 Leute über Jahre beobachtet hat und man hat keinerlei Zusammenhang gefunden zwischen der Gewichtszunahme in diesen Jahren und dem Fettverzehr und dem Anteil der Fette in der Nahrung. Also es kommt auf die Gesamternährung an, auf die Lebensweise. Dem Fett das in die Schuhe zu schieben, ist natürlich albern. Wird aber immer gemacht. Die Weltgesundheitsorganisation hat mal zusammengestellt, wo wir wissenschaftliche Evidenz, heißt das so auf Neudeutsch, haben, welche Risikofaktoren Gewicht erhöhen. Wahrscheinlich Gewicht erhöhen Softdrinks, sitzender Lebensstil und hohe Energiedichte. Das heißt, wenn ich viel konzentrierte Nahrung esse, mit viel Kalorien auf engem Raum, kann Sahnetorte sein, können aber auch Gummibärchen sein. Also das geht auch hier nicht ums Fett, sondern es geht darum, mit was mache ich mir den Magen voll. Von Fett lesen Sie hier gar nichts. Ja? Ist seit 2003 offiziell von der Weltgesundheitsorganisation. Trotzdem lesen wir immer, Fett macht uns Fett, stimmt aber nicht. Ne? Die Energiedichte ist interessant. Das sind Zahlen aus USA. In Deutschland haben wir gar nicht so gute Zahlen und ich habe jetzt auch keine aus der Schweiz gefunden. Wir werden immer dicker und hier sieht man interessanterweise, dass ungefähr ab den 80er Jahren, also das hier ist das Übergewicht und die stark Übergewichtigen, dass die Zahlen so etwa ab Mitte der 80er Jahre steigen. Und wenn man hier mal schaut, das ist das normale Übergewicht, das sind so ein paar Pfund zu viel. Die sind gar nicht mehr geworden. Das heißt, die Zahl der Leute, die so ein bisschen kompakter sind, ist gar nicht gestiegen, aber die massiv dick geworden sind. Und hier Mitte der 80er Jahre ist genau die Zeit, als die Anti-Fat-Heads-Kampagnen begonnen haben. Ja? Das ist kein Beweis, also kein wissenschaftlicher Beweis, aber sollte einen doch mal nachdenklich machen, ob wir, wenn wir immer auf dem Fett rumreiten, da auf dem richtigen Weg sind. Ja? Also etwa Mitte der 80er Jahre und etwa in dieser Zeit haben tatsächlich die Amerikaner hier im Durchschnitt 250 Kalorien pro Tag mehr gegessen. Im statistischen Mittel natürlich, jetzt nicht der einzelne Amerikaner. Das heißt, wir können das schon erklären, die Leute haben mehr gegessen
Und jetzt schauen Sie mal, was passiert ist. Hier unten sind Fett und Protein, Eiweiß aufgetragen, also die gesättigten Fette, auf die kommen wir noch, und Eiweiß aufgetragen, hat sich der Konsum überhaupt nicht geändert. Hier der Fettkonsum sogar ein bisschen niedriger geworden. Kohlenhydrate sind hochgegangen. Viele Zucker, viele Softdrinks, Stärke, auch ungesunde Kohlenhydrate. Ja. Auch das beweist noch nichts, sollte uns aber mal aufmerksam machen, ob wirklich das Fett hier am Übergewicht schuld ist. Schon 1988 hat der Dr. Wolfgang Lutz, das war ein ganz spannender Arzt, der ein Buch geschrieben hat, schon, ich weiß gar nicht, wann das erste kam, 60er Jahre, 70er Jahre, also Leben ohne Brot, war eigentlich revolutionär, der hat schon alles drin. Ich hätte meine Bücher gar nicht schreiben müssen, aber was tut man nicht. Und der hat schon gesagt, wir müssen zurück an die Wurzel der Zivilisationskrankheiten, an die Kohlenhydrate. Das ist auch eine interessante Hypothese, das ist in den letzten Jahren wieder auch vermehrt endlich mal erforscht worden, dass wir wegkommen immer vom Fett, weil wir keine wissenschaftlichen Belege haben, dass das Fett uns dick macht und auch nicht, dass es uns krank macht. Es gibt auch Leute, die sagen das anders, den fand ich sehr schön. Gott sei Dank ist es nur modifizierte Stärke, so kann man es auch sehen. Ja, das ist sozusagen heruntergebrochen. Es hat immer Menschen gegeben, die gesagt haben, das stimmt nicht mit dem Fettarm. Das macht uns nur krank oder das macht uns nicht wirklich gesund. Das ist übrigens Herr Lutz, der ist weit über 90 geworden und das ist eine, ich weiß nicht, wie viele Auflage seines Buches, sehr gutes Buch. Er ist ganz bekannt, wurde immer auch verunglimpft mit seiner Atkins-Diät. Sicherlich eine einseitige Ernährungsweise, würde ich so für jeden auch nicht empfehlen, aber sie hat ihren Sinn in bestimmten Geschichten. Sehr fett, am Anfang auch gar nicht auf die Fettqualität geguckt, heute aber eben auch anders. Dieser Mensch hat mit den Eskimos gelebt und hat ein Jahr lang unter Aufsicht nur von Fleisch gelebt, allerdings auch Innereien und das Fett gegessen, nur von Eiweiß wäre er krank geworden und das Fett gegessen, hat sich einer Studie unterzogen, der ist berühmt geworden mit seinem Letter on Corpulence, der hat auch schon, ich weiß nicht, vor 150 Jahren gesagt, wir müssen die Stärke, die billigen, die schlechten Kohlenhydrate rausnehmen und die Leute können ruhig Fett essen. Wie sieht es wissenschaftlich aus? Ich habe nicht so viele Studien mitgebracht, weil ich sie auch nicht langweilen wollte. Für die, die sich für Literatur interessieren, Sie dürfen mir gerne E-Mails schreiben. Ich kann Ihnen auch Studien schicken, wenn Sie interessiert sind. Ich habe mal eine mitgebracht. Das ist ein systematisches Review. Das heißt, man schaut sich verschiedene Studien an. Es gibt ja ganz, ganz viele. Und versucht dann auch die Ergebnisse zusammenzufassen. Sind neuere Arbeiten, 13 Stück, es waren 13 Studien, die mussten mindestens 6 Monate laufen, das ist schon mal ganz gut, wenn einer nur 4 Wochen seine Ernährung ändert, da kommt meistens nicht viel dabei rum. Die Leute mussten einen Body Mass Index von über 28 haben und da hat man mal verglichen fettarm gegenüber fettreicher, aber kohlenhydratreduzierte Kostformen. Also nicht so streng wie Atkins, aber so in die Richtung, wo die Leute Fett essen durften, wie sie wollten. Und interessanterweise haben diese Diäten bei der Gewichtsabnahme besser abgeschnitten. Und das war jetzt kein Einzelfall, das waren 13 verschiedene Studien. Und was noch ganz interessant ist, wir kommen nachher mal drauf zurück, auch die Fettstoffwechselwerte und der Blutdruck haben sich gebessert. Das wollen wir gleich ein bisschen genauer angucken. Und die Leute haben es nicht so schnell aufgegeben. Da sind wir wieder beim Geschmack. Ja? Ich mache nicht viel Ernährungsberatung, aber manchmal, und dann sagen die Leute immer, gerade wenn sie abnehmen wollen, naja, ich weiß, Gemüse, ich mag kein Gemüse. Wieso mögen sie kein Gemüse? Ja, das muss man immer salzarm und fettarm essen. Ja, jetzt stellen sich vor, Blumenkohl, salzarm und fettarm. Den möchte ich auch nicht essen, ehrlich gesagt. Ja? Das heißt, es hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn die Leute ein bisschen mehr Fett essen dürfen oder eben nicht sparen müssen beim Fett und einfach ihren Stichbutter oder ihr Olivenöl oder was für Öl auch immer drüber machen können, dann schmeckt es und dann essen sie auch ihr Gemüse und dann geht ihre Energiedichte runter, dann wird die Mahlzeit schön voluminös und sie sind mit wenig Kalorien satt und dann kommt das alles auf einen guten Weg. Und tatsächlich war in diesen Studien bei den Leuten, die nicht am Fett gespart haben, auch die Abbruchraten geringer. Und die Autoren kommen zu dem Schluss, das ist aus der Gesamtzusammenfassung, also Low Carb heißt eben Kohlenhydrat reduziert und fettreicher und eiweißreicher, ist, wenn das ein halbes Jahr gemacht wird, also effektiver als die üblichen Diäten, sowohl was Gewicht als auch was die Gesundheitsfaktoren hier, Cholesterin und so weiter angeht. Und über 12 Monate mindestens ebenso effektiv. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Arbeit und sie wird vom Establishment, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, nicht zur Kenntnis genommen. Ich war neulich auf einer Fortbildung mit zwei promovierte Kolleginnen und es wird dann so irgendwie übergangen und dann heißt es, ja, 6 Monate klappt das, aber nach
einem Jahr kommt dann nichts mehr bei raus. Das stimmt nicht. Wir haben mittlerweile viele, viele Studien, die genau in diese Richtung gehen, die uns zeigen, dass nicht das Fettsparen uns gesünder macht. Wie kann sowas aussehen? Wir haben in Deutschland die Logi-Pyramide. Ich weiß nicht, wer sie von Ihnen kennt. Das ist sozusagen das Modell, das auf diesen wissenschaftlichen Studien aufgebaut ist. Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, die Logi-Pyramide für alle zu empfehlen. Ich bin immer der Meinung, jeder Mensch ist anders. Jeder muss und darf seinen Weg finden. Aber ich will nur mal sagen, gerade für übergewichtige Menschen und für Menschen mit Fettstoffwechselstörungen und die auf Diabetes zusteuern, ist es viel wichtiger, Gemüse zu essen und Salat und gescheites Fett dazu. Und da muss nicht gespart werden. Die stehen jetzt ganz unten, die Fette. Ein bisschen Eiweiß ist auch wichtig für die Sättigung und auch für viele Botenstoffe im Körper. Man kann es auch vegetarisch machen, man muss gar kein Fleisch essen. Und die Kohlenhydrate sind auch okay, sind auch wichtig, aber sie sollten nicht mehr diesen großen Stellenwert haben. Ich habe das letzte Buch mit Nikolai Worm zusammengeschrieben und da haben wir uns einfach mal den Spaß gemacht und haben mal einen Tagesplan streng nach den Regeln der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, zusammengestellt. 2200 Kalorien, das ist also normale Kost und dann so ein Logiplan und da können Sie gleich jetzt schon mal beim ersten Blick sagen, was Sie vielleicht lieber essen wollen. Also hier haben Sie viel Brot, wenn Sie so viel Käse haben, dass Sie genug Kalzium im Essen haben, dann können Sie kein Fleisch und kein Geflügel mehr essen. Sie müssen relativ viel Brot essen, wie gesagt, fettarm, aber das ist das im Grunde, was empfohlen wird. Hier das genauso viel Gemüse, aber eben auch viele andere Nährstoffe und wir haben dann mal genau, hier nochmal die Anteile. Deutsche Gesellschaft für Ernährung und viele Fachgesellschaften empfehlen bis heute, 30% der Kalorien dürfen aus Fett kommen. Wer sich viel bewegt, darf 35. Eigentlich ist es umgekehrt. Ja? Wer sich viel bewegt, darf mehr Kohlenhydrate, weil er die auch wieder verarbeitet. Aber das ist immer noch das Dogma, 30% Fett, 30% der Kalorien Fett. Und hier in der Logikost haben wir 50. Aber wir haben die gleichen Kalorien. Also diese Idee, wir sagen, so viel Prozent Fett ist gut, das ist schon ein bisschen gaga, weil das hat eigentlich, man kann auch mit 50% und 60% Fett gut essen und sich gut ernähren. Hier haben wir, wenn wir den ganzen Tagesplan zusammenrechnen und das auch die Kalorien auf 100 Gramm beziehen, haben wir 135 und hier haben wir 103. Das heißt, wir haben hier einen höheren Fettanteil, aber die geringere Energiedichte. Energiedichte war ein Risikofaktor für Zunehmen. Ja. Das heißt, ganz einfach gesagt, wenn Sie Gemüse und Salat mit Fett kombinieren und dafür ein bisschen weniger Brot essen oder einen Knödel weniger, dann kann man das wunderbar auch machen. Man muss es nicht, aber man kann genauso gesund mit dem höheren Fettanteil leben. Und was Sie hier sehen, sind die Vitamine, die wir mal gerechnet haben aus diesen beiden Tagesplänen. Das rote ist Logi und das blaue ist DGE und Sie sehen, diese fettreichere Kost schneidet viel besser ab. Es sind ja auch mehr fettlösliche Vitamine drin. Ist zum Beispiel auch Vitamin D drin, von dem ganz viele Leute zu wenig haben. Ja? Also man muss nicht fettarm essen, um gesund zu sein. Wir wollen die vielen Zahlen gar nicht angucken. Auch die Fettqualität ist besser. Also zum Beispiel das Verhältnis von Omega-3, wo ist es? Hier von Omega-6 zu Omega-3, da kommen wir auch nochmal drauf. Das ist wichtig, Fettqualität, das hat Auswirkungen darauf, wie unser Nervensystem funktioniert, wie gut unsere Körperzellen miteinander kommunizieren können. Entzündungen werden damit runtergeregelt, wenn dieses Verhältnis höchstens 5:1 beträgt. Und da kommt Logi auch besser hin als die übliche fettarme Ernährung. Ich möchte nochmal auch eingehen ein bisschen auf diese Dogmen, die es noch zur Gesundheit gibt, nicht nur was Körpergewicht sprechen. Viele von uns haben ja gelernt, also gut, Fett ist jetzt nicht so böse, also die pflanzlichen Öle, die sind das, ja, aber tierische Fette sind ganz, ist auch wieder so ein sprachliches Ding, tierisch, animalisch, dunkel, böse. Die Pflanze hat immer so einen Heiligenschein, ja, obwohl es Knollenblätterpilze gibt und solche Geschichten. Also da müssen wir auch mal drüber nachdenken, ob unsere Kriterien im Kopf so die richtigen sind. Ja, da oben, das war übrigens auch eine Kampagne in den USA, da haben sie in die Butter, haben sie lauter Rasierklingen reingetan und es also war optisch sehr schön gemacht, aber von der Aussage natürlich gruselig. ne? Solche Geschichten, das Ei und der Speck, ganz böse, das war 1984 auf dem Time Magazine, da ging es ums Cholesterin damals. Die Amerikaner haben die Eier längst rehabilitiert. Da heißt es schon lange, ein Egg a Day ist okay, also ein Ei am Tag ist okay, weil man weiß, dass das Cholesterin im Ei nicht die Gefäße verstopft. Das ist natürlich Blödsinn. Ja, aber im April 2009 bringt der Fokus dann die Geschichte noch ein bisschen doller. Da wird dann aus dem Ei noch ein Totenkopf. Tolle Geschichte innen drin. Zufälligerweise ist in der Mitte dieses schönen Berichts eine Annonce mit Herrn Bohlen und einer gewissen Margarinesorte, die das Cholesterin senkt. Natürlich ganz zufällig dahin gerutscht.
der Redakteur, wir haben den angeschrieben, meinte also, es hätte das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Gut, der ist schuld. Und das war 1961, da bin ich geboren, vielleicht bin ich deswegen so auf dieses Thema auch, das war Ansel Keys. Der hat sozusagen diese Cholesterin- und Fettdiskussion und das mit dem tierischen Fett ins Rollen gebracht, obwohl er in den 50er Jahren schon selber wusste, dass das eigentlich nicht stimmt. Er hat mal gesagt, Cholesterin und Fett im Essen spielt nur eine Rolle, wenn du ein Huhn oder ein Kaninchen bist. Bei Menschen, bei gesunden Menschen wird vieles selber geregelt. Und man hat viele Versuche früher mit Kaninchen gemacht. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, was essen Kaninchen? Möhrchen, Salat, Kräuter, ja, wenn man die mit oxidiert, mit ranzigen Cholesterin füttert, dass da vielleicht das ein oder andere Blutgefäß einen Geist aufgibt, kann man sich vorstellen, ja. Wenn man daraus jetzt ableitet, dass Eier für Menschen schlecht sind, dann braucht man schon sehr viel Fantasie, aber das war im Grunde genommen die Basis dieser ganzen Diskussion. Also tierisch hat man immer gesagt, das sind gesättigte Fettsäuren, die sind böse, die machen das Cholesterin hoch und das Herzinfarktrisiko. Und die Pflanzen machen das Gegenteil. Das ist so schön einfach und einleuchtend und logisch und plausibel, aber falsch. Gucken wir mal. Gesättigte, also Fettsäuren sind die Bausteine der Fette und gesättigte, das hängt mit dem chemischen Aufbau zusammen, die sind relativ träge, die reagieren nicht so gerne, sind eben Bausteine von Fetten, da gibt es einfach und mehrfach ungesättigte, da hören wir nachher sicher auch noch was darüber, wenn es darum geht, was man für was nehmen kann. So, jetzt gucken Sie mal, wo ist denn am meisten Gesättigtes drin, blau? Im Kokosfett, haben Sie schon mal ein Kokostier gesehen? Sieht nicht so weit, ich weiß, wachsen die Biester an Bäumen, ja? Also ein pflanzliches Fett mit ungefähr 90% gesättigten Fettsäuren. Und da stimmt es doch schon nicht mit dem Dogma, tierisch ist gesättigt, ist böse. Ja? Ich gehe jetzt nicht mit Ihnen die ganzen Zahlen durch. Was ich nur sagen will, das einzige tierische Fett, das überwiegend gesättigt ist, ist Butter und Sahne und Milchfett. Alle Fette sind gemischt zusammengesetzt, bestehen aus verschiedenen Fettsäuren, verschiedene Qualitäten, haben dadurch verschiedene Eigenschaften. Also alle Fette sind unterschiedlich und man kann auch alle Fette im Rahmen einer gesunden Ernährung verwenden. Es sollten nur keine gehärteten Fette sein, die dann eben Transfettsäuren bilden und die von denen wir wissen, sind eigentlich die einzigen, von denen wir wissen, dass sie gesundheitsschädlich sind. Also das sieht man ja auch hier schön, alle Fette sind unterschiedlich, egal ob tierisch oder pflanzlich. Die Butter hat viel gesättigte, aber, und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt, deswegen macht die keinen Herzinfarkt. Das ist ja Quatsch. Ja? Also die gesättigten Fette, die können etwas den Cholesterinspiegel erhöhen, aber das ist erstens bei jedem anders und zweitens muss das nicht schlecht sein. Weil wenn Cholesterin nach oben geht, dann kann das Schlechte nach oben gehen. Das Gute geht übrigens meistens mit, jedenfalls bei der Butter, bei den tierischen Fetten, bei den gesättigten, geht meistens das Gute und das Schlechte mit hoch. Und das Herzinfarktrisiko wird heute anhand der Quotienten berechnet oder ermittelt oder voraus angenommen. Also genau weiß man es ja zum Glück nicht. Das heißt, wenn beide steigen, ändert sich der Quotient ja gar nicht. Also allein die Tatsache, dass Cholesterin ein bisschen hochgeht, wenn überhaupt, sagt überhaupt nichts über das Herzinfarktrisiko. Ja, da müsste man, da gehört man zum Arzt, wenn man sich Sorgen macht, dann wird geguckt oder zum Heilpraktiker oder zum Therapeuten, der was, sonstigen Therapeuten, der was davon versteht. Da müssen verschiedene Dinge abgefragt werden und Blutuntersuchungen gemacht werden. Aber jedenfalls vom Butteressen oder von ein bisschen Cholesterin hoch hat noch keiner einen Herzinfarkt gekriegt. So, Schweinefett, ganz böse. Ne? Obwohl in Italien der Lardo, die Italiener haben ja sowieso ein gutes Verhältnis zu Grundnahrungsmitteln, ist ein Fest. Wenn sie in Deutschland Schweineschmalz sagen, dann werden sie fast gesteinigt. 40-50% gesättigte Fettsäuren, das ist knapp die Hälfte, nicht überwiegend. Das heißt, Schweineschmalz besteht überwiegend aus ungesättigten Fettsäuren. Das war nie anders, steht auch in jeder Tabelle, hat aber noch nie jemand gesagt, weil es immer heißt, tierisch ist böse. Darf man nicht. Ja? Also es stimmt nicht und Sie sehen, auch hier sind wieder verschiedene Dinge aufgelistet, verschiedene Fettsäuren, alle Fette sind bunt zusammengesetzt. Also gesättigt heißt überhaupt nicht automatisch böse. Wo kommt es her? Ich zeige Ihnen das mal, nicht, dass Sie denken, die Gonda, die fantasiert. Das ist die Kurve von diesem Ansel Keys von 1961. Da hat er verschiedene Länder aufgetragen und zwar da oben USA, unten Japan, dazwischen noch ein paar. Hier unten ist der Anteil der Fettkalorien aufgetragen und hier die Todesfälle durch Herzinfarkt. Das erschlägt einen schon. Das ist ja fast eine lineare Geschichte. Das hat er damals auch so veröffentlicht. Nun sind das Korrelationen zunächst mal, also ein statistischer Zusammenhang. Sie finden genauso eine Korrelation zwischen brennenden Häusern und Feuerwehrautos.
Es geht aber keiner her und sagt, Feuerwehrautos sind die Ursache von brennenden Häusern. Ne? Oder die Störche, das kennen Sie, ne? Geburtenrate geht zurück, Storchenpopulation. Ne. Also Korrelationen sind keine Ursachen und natürlich ist das Feuerwehrauto nicht dran schuld, dass das Haus brennt. Aber so hat man es beim Fett immer gemacht. Ja, man hat immer diese Korrelation gesehen hier vom Ansel Keys und hat gesagt, weil die so viel Fett haben, haben die höhere Herzinfarktrate. Das war überhaupt nicht zulässig, dieser Schluss. Aber es kommt noch was Schönes dazu. Der hat gemogelt. Das waren nämlich die Länder, also jeder Punkt ein Land, wo er Daten zur Verfügung hatte. Ne? Da hat er schön Radiergummi genommen, hat all die weggemacht, hier die da ein bisschen stören und dann hat er seine wunderschöne Korrelation gebracht. Nur damit Sie mal wissen, was wir seit 40 Jahren im Grunde, was die Basis dessen ist, was wir seit 40 Jahren haben. Gut, das habe ich schon gesagt, mit diesem bösen und guten Cholesterin vielleicht ganz kurz. Tatsächlich können gesättigte Fette, dieses sogenannte Böse, das ist übrigens auch gar nicht so böse, wie wir heute wissen, wenn wir fettarm essen, sinkt tatsächlich das LDL-Cholesterin, aber das Gute, das HDL, das sinkt mit. Und wenn Sie jetzt wieder an diesen Quotienten denken, haben wir da gar keinen großen Vorteil. Jedenfalls bei vielen Leuten nicht. Die Blutfette steigen, weil wenn die Leute wenig Fett essen, essen sie viel Stärke und viel Zucker und Gummibärchen statt Schokolade und sowas alles, dann gehen die Blutfette hoch. Und die meisten Fettstoffwechselstörungen, die wir heute sehen, sind hohe Blutfette und ein niedriges HDL. Und dann wollen wir nicht, dass die Leute genau das noch weitermachen. Ja. Also da gäbe es ganz viele Details. Übrigens ist das LDL, da gibt es auch verschiedene Größen. Und je größer die werden, desto ungefährlicher sind die. Und wenn man ganz wenig Fett isst, dann werden sie richtig klein und gefährlich. Also mit Fettsparen macht man eigentlich alles falsch. Jetzt wieder eine Studie, nur ganz kurz erwähnt. Wie gesagt, es gibt ganz viele und ich kann ja auch gerne zur Verfügung stellen. Eine große aus 2009, es sind noch zwei weitere große von ganz bekannten Leuten Übersichtsarbeiten erschienen, die sich mal die Frage gestellt haben, ist denn tatsächlich das Fett im Essen und koronare Herzkrankheiten, Herzinfarkt, gibt es da tatsächlich Zusammenhänge? Und die haben alle unisono gefunden, es gibt keinerlei Zusammenhänge zwischen der Fettmenge und vor allen Dingen auch nicht die Menge an gesättigten Fettsäuren. Also ob einer Butter isst oder Kokosfett, das ja voller gesättigter Fettsäuren ist, voller wunderbarer, guter, gesättigter Fettsäuren ist. Und es stand lange zu Unrecht auf dem Index, es gibt keinen Zusammenhang zu Herzinfarkt und zu Gefäßerkrankungen. Es kommt auf die Gesamternährung an. Ist es eine Überernährung? Bewegt sich jemand? Was hat er für einen Blutdruck? Wie sieht es mit den Genen aus und so weiter? Das Fett hat hier... Also die Wissenschaft hat das Fett im Grunde in den letzten Jahren völlig freigesprochen. Und besonders ungünstig, das kam bei den Studien raus, ist, wenn man Fette durch Kohlenhydrate ersetzt. Das ist das, was uns die Ernährungsberatung 40 Jahre erzählt hat. So, wenn ich jetzt böse wäre, bin ich nicht. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, so erhält man sich die Kundschaft. Würde ich aber nie machen. Würde ich nie machen. Das machen wir nicht. So, noch so ein Ding, ich will es nur ganz kurz zeigen, wir haben ungenügende Evidenz für einen Zusammenhang und hier sehen Sie gesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, Gesamtfett, Fleisch, Eier, Milch, also die Wissenschaft muss viele Lebensmittel oder konnte zum Glück freisprechen und trotzdem lesen wir immer noch fettarme Milch, gerade die Milch, das Milchfett erwischt es immer, wählen Sie möglichst fettarme Varianten. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen fettarm zum Beispiel Frischkäse mag. Wenn Sie den mögen, essen Sie den. Wunderbar. Ich finde, der schmeckt ungefähr wie Tapetenkleister. Ich liebe die Vollfettvariante. Aber das ist meins. Ja, nur ich kann das, warum soll man das nicht machen? Es soll jeder sich das aussuchen, was ihm schmeckt. Und diese generelle Empfehlung für fettarm ist absurd. Dazu kommt, dass wir heute wissen, wenn die Tiere ordentlich gehalten werden, wenn die nämlich auf der Weide standen, das sind jeweils die grüne und die gelbe Säule und was hier aufgetragen ist, sind diese sogenannten Omega-3-Fettsäuren, das sind also Fettbausteine, die sehr wichtig sind für die Gesundheit, weil wir in den letzten Jahren zu wenig davon gegessen haben. Die finden wir natürlich im Leinöl und im Leindotteröl und im Hanföl, aber die findet man, und die tierischen Varianten findet man dann auch im Fisch, aber auch ein bisschen im Fleisch, wenn die Tiere vernünftig gehalten wurden, wenn die auf der Weide stehen. Und da sehen Sie hier immer das rote-blaue, das waren die mit Stallhaltung und Getreidefütterung und die grün-gelben, das waren Rinder in dem Fall, die auf der Weide waren. Da fressen die Gräser und Kräuter und dann kriegen die Vorstufen von Omega-3 und dann ist auch das Fleisch noch besser in der Qualität, weil die Fettqualität besser ist. Ja, das trifft genauso für die Milch zu
Und natürlich die Öle habe ich schon genannt, die auch Omega-3-Fettsäuren enthalten. Vielleicht zum Abschluss auch dieser Geschichte nochmal Herr Lutz. Der hat gesagt, also wenn wir nicht jetzt alle dahin ziehen müssen und krank sein müssen, dann muss man doch mal auf die Idee kommen, etwas anderes zu versuchen, als immer nur an die Schädlichkeit tierischer Fette und des Cholesterins zu denken. Und das erschüttert mich, weil das ist von 1988. Ich meine, wie lange ist es jetzt her? Also mehr als 20 Jahre. Gut, wenn wir mehr Fett essen, und dann will ich auch mit diesem gesundheitlichen Aspekt aufhören, wenn wir mehr Fett essen, da gibt es viele, viele kleine Studien, die ich jetzt nicht alle mitgebracht habe. Ich habe versucht, das zusammenzufassen. Also wenn wir über diese 35%, 30%, was die DGE empfiehlt, hinausgehen, in den Studien ist das ungefähr bis 45 gewesen, aber es gibt mittlerweile auch welche mit noch höheren Anteilen. Überwiegend einfach ungesättigt, also einfach ungesättigte Fette sind zum Beispiel im Olivenöl, im Rapsöl, im Erdmandelöl, im Schweineschmalz. Gibt es also ganz verschiedene Sachen, die man sich aussuchen kann. Und die Studien, die das wirklich untersucht haben, an echten Menschen, das eine durch das andere ausgetauscht. Und dann findet man hier ganz viele Abkürzungen. Und es sind alles Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sich alle verbessern. Das heißt, wenn ich weniger Stärke und Zucker esse und dafür ein bisschen mehr Fett und oder ein bisschen mehr Eiweiß, das kommt dann auf den Einzelfall an, dann verbessern sich die Risikoparameter. Ja, wir tun uns etwas Gutes. Und wir wissen heute, gerade wenn es um Fettstoffwechselstörungen geht, was viele übergewichtige Menschen haben, was viele Diabetiker haben, ein großes Gesundheitsproblem heute, dass wenn wir einen Teil der Kohlenhydrate durch Fett und Eiweiß austauschen und die Fette so wählen, dass viel ungesättigt ist, dass wir dann wirklich für die Gesundheit etwas Gutes tun. Ja, und es profitieren besonders Menschen, die schon Probleme haben. Ja, also gerade die vielleicht schon übergewichtig sind, die auf den Diabetes zugehen. Das ist ganz interessant. Also gerade für die muss man aufpassen. Ganz kurz noch was zu diesen Transfettsäuren. Die hatte ich eingangs erwähnt. Das sind jetzt auch Fettbausteine. Das sind aber die wir nicht so gerne haben. Wobei, die gibt es auch in Milchprodukten. Also auch das Rind im Wiederkäuermagen werden die gemacht. Die sind so ganz gerade gestreckt. Normal die ungesättigten Fettsäuren haben so einen Knick. Und je ungesättigter sind, desto mehr Knicke haben sie. Und diese Knicke, also das sieht schon ordentlich aus, ne? Müssen Sie zugeben, wenn da alles so geknickt ist, ist ein bisschen chaotisch. Aber für die Zellmembranen ist das Chaos gut, weil das macht die Membran beweglich und das sorgt dafür, dass die Zellen gut miteinander kommunizieren können. Also der Körper braucht diese geknickten Dinger. Und wenn die Fette gehärtet werden, das passiert entweder im Magen der Wiederkäuer oder wenn die Industrie das macht und Fette härtet, dann werden die so gerade. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie so Knicke-Dinger haben, dass die andere Eigenschaften haben als so gerade Dinger. Nun ist es tatsächlich so, dass bei der industriellen Härtung auch andere Transfettsäuren entstehen als die im Wiederkäuermagen. Das heißt, die Studien, die wir haben, die zeigen, dass diese Transfettsäuren aus den gehärteten Industriefetten, sage ich jetzt mal ein bisschen verkürzt, dass die ungünstig sind. Die machen alle Fettstoffwechselwerte schlecht. Sie sind mit erhöhten Krankheitsrisiken verbunden. Aber die Effekte sehen wir nicht beim Milchfett. Ja, also es gibt viele Leute, die keine Milch vertragen. Das ist auch in Ordnung. Man kann mit und ohne Milch leben. Da, es geht jetzt gar um das pauschal zu sagen, aber es gibt jedenfalls große Unterschiede im Gehalt der Transfettsäuren und Probleme sehen wir bei diesen industriell gehärteten Geschichten. Das Problem ist, wir können nicht sehen, wie viel drin ist. Es gibt wenig Daten und hier hat eine Forschungsgruppe aus Jena, die haben eine Portion Pommes und ein bisschen Gebäck und so Zeug. Ich meine, es ist natürlich keiner von uns. Ne? Also wir fragen uns, wo sowas verkauft wird, aber es sollen Menschen geben. Und dann ist eigentlich noch meistens immer die Pommes ganz schlecht, wobei die schneidet die Schnitt in der Untersuchung am besten ab, also am wenigsten hier, bevor sie also irgendwelches Gebäck, Industriegebäck sich reintun, holen sich lieber eine Portion Pommes. Das Problem ist, die Transfettsäuren von diesen drei Sachen zusammengerechnet waren im Mittel 1 Gramm, im günstigsten Fall 0,1 und im ungünstigsten 13, je nachdem, wo man kauft. Und es gibt keine Deklaration, nichts. Also Sie können nicht sagen, was ist. Das Einzige, worauf man achten kann bei verpackten Sachen, da muss dann hier draufstehen, Fett gehärtet oder teilgehärtet. Das ist eigentlich das Einzige, worauf man achten kann.
Gut, also wir brauchen mehr Fett für den Stoffwechsel, für die Entzündungshemmung, fürs Gewicht, für die Figur. Und wir brauchen nicht unbedingt viel mehr ungesättigte Fettsäuren, aber wir essen schon relativ viel ungesättigte. Aber was nicht stimmt, ist eben diese Omega-3, Omega-6-Bilanz. Wir haben die letzten Jahre zu viel Sonnenblumenöl gegessen. Der Fisch wird immer sehr propagiert, ist aber ökologisch schwierig. Das heißt, die Pflanzenöle, die mehr Omega-3 enthalten, wie das Leinöl, das Leindotteröl, das Hanföl, das Rapsöl, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die sind spannend, weil sie diese Fettgeschichte wieder in die Balance bringen. Die hier vorne, die können Entzündung fördern, die hemmen Entzündung. Die werden als, bei Krebs spielen die eine Rolle, also die haben ganz, ganz viele interessante Aufgaben, versucht man jetzt oder forscht man jetzt auch intensiv. Das heißt, es geht nicht um das zu viel, das immer mehr, sondern es geht um eine vernünftige Balance. Das heißt, mit der Auswahl meiner Lebensmittel, auch Nüsse, Walnüsse, Baumnüsse, sagt man, glaube ich, hier, spielen hier eine große Rolle. Gut, Leinöl, da können wir sicher noch drüber sprechen, ist der Spitzenreiter oder einer der Spitzenreiter. Hanföl ist ein wunderbares Öl, hat ganz viel Omega-3, hat wenig Omega-6, hat auch noch Stearidonsäure, eine ganz, ganz besondere Fettsäure, die auch gut in den Omega-3-Stoffwechsel passt. Das heißt, die Natur schenkt uns wunderbare Ölsaaten und Öle. Was mir jetzt noch wichtig ist, ein Fett, ein gutes Öl ist nicht nur Fettsäuren, sondern da sind Vitamine drin, da sind Sterole drin, da sind Eiweiße drin, Chlorophylle drin. Und das haben wir auch noch lange nicht verstanden, was die Öle sonst noch alles können an Entzündungshemmung, an Blutdrucksenken, an Geschmack, an Haltbarkeit. Also ganz viele Geschichten. Wie viel braucht man? Also wenn jemand 2000 Kalorien am Tag braucht, dann reicht ein Esslöffel gutes Öl am Tag, um das Notwendige an ungesättigten Fettsäuren zu bringen. Also Sie sehen auch hier, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie alles Essen im Fett zu ertränken. Wenn einer 2800 Kalorien braucht, sind es ungefähr 2 Esslöffel. Also 1 bis 2 Esslöffel gutes Öl am Tag sollten es auf jeden Fall sein. Jetzt blätter ich ein bisschen weiter. Kokosfett, wie gesagt nochmal, ganz viel gesättigter, aber wunderbarer. Die Laurinsäure zum Beispiel, die wirkt antibakteriell. Die kann der Körper umwandeln in ganz spezielle Energieträger fürs Nervensystem. Wird gerade intensiv, beginnt man zu erforschen, Alzheimer-Prophylaxen. Ja? Die Alzheimer-Leute kriegen, die forschen auch immer noch mit Fettarm, ganz viele. Das ist ganz fatal, weil manche sagen, Alzheimer ist Diabetes Typ 3. Da haben wir auch den gestörten Zuckerstoffwechsel. Die Leute sollen mehr Fett essen, gute Fette essen. Und das Kokosöl hat besondere Eigenschaften, weil das sehr schnell in sogenannte Ketone umgewandelt wird, die zum Beispiel von Hirn- und Nervenzellen sehr, sehr gut zur Energieversorgung herangezogen werden. Viel besser als fettarm. Nüsse haben wir schon gesagt, wunderbar. So, dann fasse ich mal zusammen oder versuche das mal. Was können wir heute aus der Ernährungswissenschaft guten Gewissens sagen? Also wir sind noch nicht am Ende der Forschung. Wie gesagt, man hat ja jetzt 40 Jahre nur Richtung fettarm geforscht. Was können wir heute sagen? Fett zu sparen bringt nichts. Bei ausgeglichener Kalorienbilanz. Wir haben ja gesagt, wir wollen keine Überernährung, sondern im Rahmen der Kalorienbilanz. Gesättigte Fettsäuren einzusparen, also Butter und Schmalz und sowas und Kokosfett bringt auch nichts. Das ist Quatsch, die machen gar nichts. Wir brauchen mehr Omega-3-Fettsäuren, vielleicht auch ein paar einfach ungesättigte, Stichwort Olivenöl zum Beispiel oder Erdmandelöl, das müssen wir gucken. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Omega-3-Ungesättigte, also Fisch, Leinöl, Leindotteröl, diese Geschichten. Die übergewichtigen und bewegungsarm lebenden Menschen, die sollen gar nicht fettarm essen. Das wissen wir heute, ist für die schädlich. Das müssen jetzt nur noch viele, viele Berater und Therapeuten lernen, aber das schaffen wir. Es spricht nichts dagegen, alle Fette mit Ausnahme der Teilgehärteten, da entstehen die Transfettsäuren, in Maßen zu genießen, ob ich das als Öl tue, ob ich die Nüsse esse, ob ich Fisch mag, marmoriertes Fleisch und so weiter, hat alles seinen Platz im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung. Und solange es keine Belege für den Schaden gibt, soll man bitte zumindest die gesunden Leute in Ruhe lassen. Sie sollen essen, was ihnen gut bekommt, was sie vertragen, was ihnen gut schmeckt. Natürlich auf Qualität achten, aber nicht mit irgendwelchen Fettempfehlungen, Mengen da ankommen. Das macht keinen Sinn. Das sind sie. Das nächste kommt bestimmt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit hier im Neuen. Also das ist das kleine Brüderchen von dem, das saß 2010. Da habe ich mich auch nochmal beschäftigt mit dem Thema Krebstherapie und auch mit dem Thema Alzheimer-Prophylaxe. Zwei ganz spannende Gebiete, wo wir in Zukunft mehr von positiven Effekten der Fette hören. Vielen Dank bis hierhin.